Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Dying Light. So, ich habe jetzt hier schon mal geschlafen, mir die nächste Quest mit den Hundemarken rausgesucht. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach oben. Es ist wieder in, ja, im Startgebiet, kann man sagen. Hab mir jetzt auch noch mal schnell das Schwert, was wir uns gecraftet hatten, naja, ersatzweise jetzt mal wieder ausgepackt. Weil ich spiele gerne mit dem Schwert. Ist halt mega cool und so. So, aber jetzt gucken wir erstmal, dass wir fix dorthin kommen. Mann, hier ist aber auch was los. Das ist ja der Wahnsinn. So, komm. Probieren wir es erstmal so ein bisschen hier. Jawohl, geschafft. Ich bin beim Fitnessstudio, Kyra. Hast du eine Ahnung, wo ich Bartes Leiche finde? Bartes ist sicher irgendwo in der Nähe eines Haufens getöteter Feinde gefallen. Egal. Hör es dir am besten selbst an. Findest du es nicht komisch, dass uns die Basarleute an so einem Ort einen verletzten PK übergeben wollen? Immer cool bleiben, danke. Chris, hinter dir! Zum letzten Mal! Nenn mich nicht Tänzchen! Private First Class Bartes ist übel genug! Gewacht, Tänzchen! Okay, aber wir haben hier noch mal kurz was. Und zwar... Ja, ich muss einmal kurz hier rüber. Ich weiß ja jetzt, wo es ist. In dem Fitnessstudio waren wir ja schon mal. So, erstmal... So, haben wir alle? Wir haben alle. Denn ich brauche das hier noch. Auf der Spur ist nämlich jetzt auch fertig. So. Bei euch habe ich nur kurzen Prozess übrig hier. So, jetzt gehen wir erstmal von unten rein hier. Ich weiß noch, oben waren relativ viele Minen. Also sollte ich da ein bisschen aufpassen. Ihr seid mittlerweile kein Problem mehr. Hier wird einer zersemmelt nach dem nächsten. So, jetzt gucken wir erstmal. Hier haben wir das erste. Spürchen. Was sich hier aber irgendwie wieder verliert. Hat er sich hier reingerettet geschafft? Ah, mal gucken. Nee, sieht nicht danach aus. Ja, ist ein bisschen blöd, dass ich die Spuren auch von unten noch durchsehen kann. Ja, komm rauf hier. Kriegst halt nur einen auf den Kopf. So, nehmen wir das nochmal kurz mit. Hä? Aber er ist es doch gar nicht. So gehen die Spuren hier hin, aber hier ist niemand. Hä? Gut, gehe ich erstmal nach oben zu den Minen. Er scheint es auch nicht zu sein. Er ist einer. Oder auch nicht. Moment, wir haben ja jetzt
Ja, tut eigentlich weh, aber egal, machen wir mal. Ich will mal wissen, wie es ist, wenn wir die alle mal kurz in die Luft jagen. Dann passt das schon eher, ne? Nein. Na, da liegt noch eine. Das ist halt richtig fies und gemein, ne? Aber hier sieht schon eher nach PK aus. Mit so vielen hätte ich auch Probleme gehabt. Respekt. Schnute halten hier draußen. Hass nichts zu melden. Bloß weil ich ein bisschen Bumm gemacht habe. So. Aber mir fehlt... noch ein bisschen mehr hier. Jetzt ist die Spur aber auch weg. Hoppala. Kommst du jetzt? Was machst du hier für... Jetzt reicht's aber. Jetzt wollte ich aber gerade hier mal meinen, doch. Henker ist die Hackfresse der... Entschuldige mich, aber ich muss mich erleichtern. Dann geh dich mal erleichtern. Okay. Aber hier zeigt er mir nichts an. Das waren doch noch nicht alle. Irgendwas stimmt da jetzt gerade nicht, oder? Lass mich raten, die anderen habe ich schon mal gefunden und deswegen ist die Quest schon soweit fertig. Ich habe bloß noch nicht ihre Hundemarke gefunden gehabt. Ist es vielleicht deswegen, weil ich finde ich hier die anderen nicht? Weil ich hatte ja damals schon mal ein paar dort gesammelt. Das heißt, es hat nur noch einer gefehlt. Naja gut, das heißt, die Hundemarke haben wir jetzt auch drin. Dann können wir die alle schon mal zum Schrein bringen. Dann haben wir noch eine Hundemarken-Quest übrig. Er braucht nur kurz zu regnen und schon fängt alles an zu rosten. Nicht gut. Er brüllt bei uns. Da kann man nichts machen. Vielleicht schafft ihr es tatsächlich. So. Du bist die... Kyra. Hast du neue Marken gefunden? Es hat lange gedauert, aber hier ist sie. Die Marke von Batez. Danke im Namen ihres Mannes. Du hast dir was verdient. Okay, hast danke schön. Hast du weitere Marken gefunden? Noch nicht. Batez rettete Chris ohne zu zögern das Leben. Ja. Dass Chris noch mehr Zeit vergönnt war, hatte er ihr zu verdanken. Batez war eine von zahlreichen Frauen bei uns. Aber nur wenige konnten gleich Dutzende von Infizierten so eliminieren wie sie. Ich hab... dann habe ich das falsch verstanden. Ich habe jetzt mehrere gesucht, aber dabei war es nur einer. Also eine. Oh, wei. Ich bin noch auf der Suche. Da habe ich das falsch verstanden. Okay, ja gut. Kann vorkommen. Mal ab und zu mal ein bisschen besser zuhören, ne? So, jetzt haben wir hier noch Mauer der Tapferkeit. Da kriegen wir sogar Handgranaten für. Was sagt die Karte? Die Karte sagt... What the hell? Wo soll ich denn da hin? Okay. Ziemlich weit raus. Ja, können wir es überhaupt so weit raus? Ich weiß das gar nicht. Jetzt bin ich gerade am überlegen, nach, den Tower einmal hoch zu eiern. Aber okay. Muss ja auf jeden Fall einen Weg dahin geben. So, kurz aufladen. Na, jetzt so.
Das sind 700 Meter von hier aus. Das ist schon ein Stückchen, ne? Na, mal gucken. Wenn wir von hier aus nochmal Aufwind. Na, ob ich da in den Luftstrom nochmal reinkomme? Mit ein paar gekonnten. Sehr cool. Das ist aber richtig weit raus. Ja, mal gucken. Ein bisschen Schub. Ja, hier ist aber halt auch alles verseucht und alles. Gut, ich muss jetzt langsam landen. Sonst kriege ich ein Problem. Ja. Okay. Alter, wir haben ja hier noch ein richtiges Waldstück in dem... in der Stadt. Was? Hier ist auch noch ein Hemmstoffbehälter? Kyra, ich bin im Radiosender. Hast du eine Ahnung, wo ich nach den Leichen suchen soll? Es tut mir leid, aber das war so schlimm, dass ich die Erinnerung verdrängt habe. Moment. Da. Das war das Letzte, was ich aufnehmen konnte. Die Generatoren sind aktiviert. Nur die Antenne ist noch übrig. Cool. Hey, Brasco. Ich weiß, dass dich Sierras Tod ziemlich mitgenommen hat. Aber glaub mir, auf mich kannst du dich immer verlassen. Brasco? Bist du gestolpert? Du bist doch nicht etwa in die verdammte Grube gefallen, oder? Er ist ausgerutscht. Wer bist du denn? Ich habe ihm gesagt, er soll aufpassen. Ich konnte mich noch nicht mal bei ihm dafür bedanken, dass er die Generatoren für uns aktiviert hat. Fuck! Okay, gut. Ja, werden wir hier doch mal aufräumen. So. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nö. Ihr könnt euch gegenseitig abfackeln hier. Guck mal, ich helfe sogar noch mal nach. Und wir haben auch noch einen Hemmstoffbehälter hier. Aha. Ich traue meinen Augen nicht. Die Frage ist, wie hast du das jetzt eigentlich überlebt? Ich suche jetzt erstmal nach den Spuren. Machen wir erstmal das. Dann können wir hier ja noch ordentlich was nachholen. So, da ist jetzt nur ein Speer. So, geht hier lang, geht da lang. Hier verschwindet die Spur.
Aha. Okay. Einer erscheint hier runtergefallen zu sein, ne? Ob das eine gute Idee ist? Okay. Schweine, du Seon. Machen wir erstmal selber ein bisschen Licht hier. So. Lieber noch mal einen nachsetzen hier. Okay, können wir erstmal öffnen. Machen wir daraus auch eine kleine Plündertour. Aha. So, das nehmen wir gleich mit. Ich möchte natürlich alles hier haben, aber eins nach dem anderen. Der Bomber. Aha. So, hier auch nochmal. Bisschen Kleingeld. So. Solange hier kein Pirscher oder irgendwas ist, dürfte das nicht so das Problem sein. Es sei denn, es ist wieder so ein explodierendes Vieh dabei. Das sollte ich vielleicht mit einem Wurfmesser ausschalten. Du siehst aber richtig interessant aus. Muss ich ja schon sagen. Muss ich zugeben. So, hier haben wir noch was. Da haben wir noch was. Und wir müssen uns erstmal durchkämpfen hier. Das hört sich hier an, ey. Alter, was ist das viel schnell gewesen? Okay, der kommt da nicht durch, so wie es aussieht. Hat sich da gerade selber einer hin ins Boxhorn gejagt? Ja, da war schon wieder einer. Ach, du bist so wie so ein... Genau, den man denn nur, wenn er sich falsche Richtung ausgewichen. So, machen wir erstmal dich weg. Alter, du bist aber auch fix. So, erwischt. Gut, das kann ich schon mal mitnehmen. Hat sich denn gelohnt hier schon mal? Ja, mit Sicherheit. Eine weitere Ampulle für mich. Was haben wir hier noch Schönes drin? Boah, erstmal eiskalt mitnehmen. Und hier ist er doch schon. Nur die verfluchten Abtrünnigen wären dazu fähig, dich hier reinzutreiben. Okay, nächste Hundemarke haben wir. So, was haben wir hier noch? Nochmal ein bisschen Kleingeld. Tomahawk, oh. Okay. So, jetzt kann ich hier auch die Dinger öffnen, aber bringt mir das ja nur was, um rauszukommen, ne? Kann ich auch gleich hier rausgehen. So.
piekse ich mich mal. So, und hier müsste jetzt irgendwo die zweite Spur hin. Na, jetzt brauchen wir ja eigentlich nicht mehr so einen Schiss haben, weil der Rest dürfte jetzt simpel werden. Es sei denn, es sind jetzt noch mehr Infizierte da, aber da ist noch eine Kiste. Dietrich, schwer. Als ob mich das auffällt. Kistchen sind Kistchen. So, einmal alles mitgenommen. Hier ist er. Du hättest es beinahe geschafft. Beinahe. Okay. Das heißt, wir haben jetzt alle. Jetzt können wir hier uns nochmal ein bisschen bedienen und ein bisschen weiter umgucken. Gut. Öffnen, mitnehmen. Jetzt haben wir aber noch ein bisschen mehr da, wa? Oder nicht? Oder war es das jetzt hier schon bis auf der Tower? Au. Das war ein bisschen blöd. Ja, hier ist die Leiter. Genau. Ach, da hinten ist noch einer. Ja, warte. Zeit zum Spielen. Von hinten. Das war's? Das war's. Das war's noch nicht. Hab ich doch. Siehst du doch. So, noch jemand hier raus sieht. Jumped. Eine Flasche. Noch eine Flasche. Aha, hier irgendwas Interessantes drin. Flasche. Noch eine Flasche. Naja, gut. Das heißt, es wäre jetzt eigentlich nur noch kletter mal hoch, ne? Und das nur mit einem einzigen Versuch. Na gut, hier wäre der erste Checkpoint. Aber wir haben hier auch nirgendwo was in der Nähe, wo ich mal vergiss es, da ist ein Nightrunner versteckt, das hole ich mir auch mal. Wer macht denn hier blub blub? Er da hinten. Okay. So, ist aktiviert. Sieht gut aus. Kamille und Honig kann ich auch gebrauchen. Und mal gucken, wie wir jetzt von hier aus hochkommen. Na, das war ja schon mal ein Satz mit X. Sag mal, wo willst du dich denn da jetzt nicht festhalten? Wie hast du das jetzt gemacht, Aiden? Kannst du mir das mal erklären? Jetzt halte ich doch mal fest. So. Genau. Ist halt, wenn ich immer zu schnell arbeiten will hier. So, das hier bringt mir aber momentan überhaupt nichts. Ich muss auf den da hinten hoch. Ich
Können wir vielleicht ein bisschen schummeln? Wir können sowas von schummeln. Ja, ne? Also. Meister Schummlermeister ist wieder da. So, jetzt muss ich nur hier ganz ruhig stehen bleiben. Den da hinten muss ich erreichen. Das heißt, ich muss hier hoch. So, jetzt ist nur die Frage, wohin? Dort rüber? Ist wahrscheinlich, ne? Da oben ist noch eine Kiste. Oh. Mir geht gerade die Ausdauer aus. Das ist schlecht. Halt dich fest. Halt dich fest. Zieh dich hoch. Alter, ich habe mich gerade abstürzen sehen. Moment, aber probieren wir aus. Wir klettern jetzt hier hoch. Klettern dann hier hoch. Nimm den hier mit. Das sah knapp aus. Halt dich fest, Aiden. Haben hier nochmal eine Kiste. Okay, und von hier aus. Soll ich mich da jetzt wirklich rüberschwingen? Also der da hinten ist ja mein Ziel. Da haben wir keinerlei Plattform oder so. Okay, ich probier's aus. Habe ich doch richtig gesehen? Habe ich es doch richtig gesehen. Oh. Ein epischer Bogen. Nägel. Und noch ein Band. Mhm. Jetzt dürfte es doch eigentlich das easyste der Welt sein, oder? Okay, hier kann ich nochmal fallen lassen. Einmal hier ruf. Okay, doch nicht so einfach. Kletter. Gut. Und jetzt hochziehen. Jawohl. Der Turm ist aktiv. Hey, der Witzka. Am Arsch der Welt einfach mal einen Turm hier. Okay, cool. So, jetzt können wir nochmal gucken. Ob ich hier jetzt noch irgendwo was in der Nähe sehe. Das sieht aus wie ein Night Runner Versteck. Aber so richtig wie ein Night Runner Versteck. Hier ist jetzt nichts weiter zu holen. Ey, ich hoffe mal nicht, dass hier irgendwo noch was im Wasser ist, wo man nachtauchen muss oder sowas in der Richtung. Aber das da hinten, das sieht mir nach einem Nightrunner-Versteck aus, was ich vielleicht noch nicht
haben dürfte. Das müsste die... Wisst ihr was? Wir versuchen da einfach hinzugleiten. Weil das sieht nach einem Night Runner Versteck aus, so vom Weiten her. Mitten auf der Brücke. Total im Nirgendwo. Was soll es sonst anderes sein? Ansonsten eine Metzelstraße wahrscheinlich. Ja, guck mal. So wie ich es mir schon dachte. Sehr cool. Und jetzt haben wir hier noch mehr. Nein, Ausrüstung im Wasser. Ihr wollt mich ärgern, oder? Ihr wollt mich legit ärgern. Gut, machen wir erstmal das Versteck an. Alter, wie viel gibt's denn? Ich dachte, das sind so nur die Gebiete, die da eingezeichnet sind. Aber na gut. Dann gehen wir halt mal eine Runde schwimmen. Oder auch nicht. Jetzt. Na komm schon. Das gibt's doch jetzt nicht. Wo ist denn das Ding? Der bewegt sich überall gleich. Da ist er. Na komm. Haben wir dich doch schon mal. Okay. Okay, da ist der Hinweis, der mich darauf hätte schließen lassen können. Hab den Hinweis gefunden. Ist aber schon schön groß hier. So, aber ich möchte trotzdem wieder an Land. Mega. Das geht, hier hinten geht es ja auch noch ein Stück weiter, ne? Riesiges Teil, aber schade, dass das Fernglas nicht so weit funktioniert. Na gut, geben wir die Marken ab. Das waren ja sowieso jetzt die letzten, die wir einmal setzen mussten. Fürs Erste. Es sei denn, sie sagt uns jetzt noch irgendwo einen Ort, wo wir nochmal Marken sammeln sollen. Dann sammeln wir die natürlich auch noch. Weil es sah so aus, als wenn die Quest so immer weiter gesteigert worden ist. Aber werden wir ja gleich herausfinden. Die Berichte sagen, dass du noch mehr Antennen für Matt aktivierst. Ist das wahr? Ja. Wir kriegen das langsam auf Reihe. So langweilig heute. Welche krummen Typen auftauchen? Lass mich in Ruhe. Solche seltsamen Typen nach. Werden normalerweise schon. So. Du bist wieder. Kyra. Hast du Neuigkeiten für mich? Ich habe die Marken von Brasco und Atom. Hier. Das ist eine Kleinigkeit für dich. Pilger, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Die Brüder des Trupps 404 sind wieder vereint. Fast. Vielen Dank. Fast? Aber ich dachte... Nein, vergiss es. Gibt es noch jemanden? Verschwende deine Zeit nicht. Wir haben schon nach ihm gesucht. Kyra, wir dürfen nicht vergessen. Hast du selber gesagt. Eine Marke fehlt noch. Die von meinem Leon. Die PKs haben überall im VNC-Turm gesucht. Aber sie konnten die Marke von Leon nicht finden. Und seine Leiche auch nicht.
Nach mir hat ihn keiner mehr da gesehen. Ich werde ihn suchen gehen. Wirklich? Das würdest du für mich tun? Für dich und für mich. Ich war damals bei Leon. Seine Marke fehlt als einziges noch, das geht ja mal gar nicht. Unser Lebensretter, ne? Muss ja auch gerettet werden. Finden Sie Leons Leiche? Ja, im VNC-Turm, wo soll die denn sonst andere sein, ne? Na gut, aber machen wir jetzt hier erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.